Das ist jemand, der diesen Ritt auf der Rasierklinge liebt, der diesen ganz feinen, sehr weichen Fahrstil hat, der aber gepaart ist mit diesen schnellen Korrekturbewegungen am Hintern. Das ist jetzt gefahren. Ja, natürlich Sensoren im Hintern, sage ja, ich immer. Okay. Genau, die Sensibilität, die Feinheit, um letztendlich das Auto genau in diesen Schwierigkeiten im Grenzbereich zu bewegen. Wo ist wirklich das Limit? Wo habe ich auch nicht zu viel untersteuern und vor allem den Baum herausgesteuert, nicht zu viel übersteuern? Das Ganze hat jetzt irgendwie zu nehmen unter diesen schwierigen Bedingungen, das macht einfach jetzt momentan die Spreu vom Weizen aus.